Hey, ich bin der Markus und heute stelle ich euch das Highbike S-Duro Hard9 3.5 vor. Wir haben es hier mit einem E-Hardtail zu tun, welches in der gewohnten Highbike-Designsprache daherkommt. So komme ich auch sofort erst einmal zum Rahmen. Gefertigt wurde er aus Aluminium, aus 6061er Aluminium, hydrogeformt das Ganze und sehr gut verarbeitet. Besonders hervorzuheben die inverlegte Zugführung, die für eine aufgeräumte Optik sorgt. Und selbstverständlich haben wir hier die wunderschöne Highbike-Designsprache. Das Hard9 ist, wie es schon der Name verrät, ein 29er. Das heißt, ihr genießt hier all die Vorteile, die ein 29er zu bieten hat. Das sind vor allen Dingen die Laufruhe im Gelände. Wenn es mal ruppiger ist, überrollt ihr so Abschnitte wirklich leichter. Wir haben hier also den 29 Zoll Aufradsatz, der hier gepaart wurde mit den Schwalbe Smart Sam Reifen. Die Smart Sam Reifen sind die optimalen Allround Reifen, mit denen könnt ihr super schnell auch auf Asphalt und Schotterpisten unterwegs sein, aber auch mal leichtere Single Trails problemlos damit fahren. Der Lenker, hier haben wir einen Riser Lenker, das heißt, er baut etwas nach oben. Der sorgt auch nochmal für zusätzliches Komfort. Gepaart wurde er mit einem Highbike Vorbau. Außerdem haben wir eine Highbike Sattelstütze und dazu den passenden Highbike Sattel. Von der Farbgebung her haben wir hier einen matten Schwarzton, der gepaart wurde mit gelbem sowie blauem Dekor. Das Herzstück eines jeden E-Bikes ist selbstverständlich der Motor. Wir haben hier den Yamaha PW-Motor verbaut, dessen maximales Drehmoment liegt bei ganzen 70 Newtonmetern und so kommt ihr problemlos auf jeden Gipfel hoch. Außerdem ist der Motor geschützt durch die von Highbike entwickelte Skidblade. Das ist eine Kunststoffplatte, die den Motor vor zum Beispiel Steinschlägen bestens schützt. Die Akkukapazität liegt bei 500 Wattstunden und so sind längere Touren überhaupt kein Problem. In der Lenkermitte haben wir das übersichtliche Yamaha LCD-Display. Das zeigt euch alle Daten an, die wichtig sind, so zum Beispiel eure Trip-Distanz oder auch die aktuelle Geschwindigkeit. Außerdem habt ihr auf der linken Lenkerhälfte ein Bedienteil, wo ihr zum Beispiel die verschiedenen Unterstützungsstufen einstellen könnt, aber auch zum Beispiel die Schiebehilfe. Wir haben hier die Suntour 32 Federgabel verbaut in der Highbike Edition. Diese könnt ihr per Luftdruck und auch per Rebound auf euer Körpergewicht einstellen. Außerdem habt ihr hier einen Remote Lockout Hebel. Damit könnt ihr die Gabel im Fahren locken, dann taucht sie nicht mehr ein und ihr habt einen geringeren Kraftverlust. Und wenn ihr den Hebel dann nochmal betätigt, öffnet sich die Gabel wieder. Und wenn ihr zum Beispiel dann in den Trail einbiegt, habt ihr eine sensible Gabel, die euch unterstützt. Ich komme nun zu den Schaltkomponenten. Wir haben hier das Shimano Deoro 10-fach Schaltwerk verbaut mit der dazu passenden Kassette und Kette. Außerdem haben wir hier eine Neuheit, eine 2-fach Highbike Kurbel. Highbike hat für dieses Jahr hier den 2-fach-Antrieb auch rausgebracht. So habt ihr insgesamt nämlich 20 Gänge zur Verfügung, habt zwei Kettenblätter, habt hier also noch eine höhere Bandbreite an verschiedenen Gängen und kommt damit definitiv jeden Gipfel hoch. Geschaltet wird mit den Shimano Deoro Schalthebeln, die eine gewohnt hochwertige Qualität liefern. Ihr müsst selbstverständlich ja auch bremsen können, dementsprechend wurden hier hydraulische Scheibenbremsen aus dem Hause Tektro verbaut, die euch jederzeit sicher zum Stehen bringen werden. Das Highbike S-Duro Hard9 3.5 ist bei uns für 2.499 Euro erhältlich. Ihr bekommt hier ein super solides 29er E-Bike Hardtail, mit dem ihr eine Menge Spaß haben könnt und mit dem ihr super schnell von A nach B fliegen werdet. Wenn ihr es einmal ausprobieren wollt, macht den Verfügbarkeitscheck und kommt in einer unserer schönen Filiale, um es auf einer unserer Testfahrten auszuprobieren. Oder bestellt es doch einfach direkt unter meinem Lieblingsshop fahrrad-xxl.de.